Frau Dr. Giffey, rund 30 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich. Welche Bedeutung hat dieser freiwillige Einsatz für unsere Gesellschaft? Na, das ist natürlich eine ganz große Bedeutung und wir sind auch sehr, sehr dankbar. Wir sind ja hier im Engagementministerium, im Familienministerium und tatsächlich ohne die 30 Millionen Menschen, die sich von jung bis alt einbringen für die Gesellschaft, ginge es nicht. Denn es sind ja alles Menschen, die sagen, ich interessiere mich für mehr als nur für mich selber. Und das ist was sehr Wertvolles. Es sind Menschen, die geben Zeit, die geben Kraft, die geben Wissen und die geben ganz viel Herzblut dafür, dass Dinge gelingen können. Und wenn sie das dann auch noch für Kinder und Jugendliche, für Familien tun, dann freut mich das natürlich ganz besonders. Frau Dr. Giffey, von Ihnen stammt der Satz, gute Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Im bestehenden Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD gilt die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz zu Recht als wichtiges Vorhaben. Bis Ende 2019 wurde daher ein Vorschlag ausgearbeitet, der im Frühjahr im Rahmen einer Koalitionssitzung hätte diskutiert werden sollen. Dies ist nicht geschehen. Was meinen Sie, warum werden Kinderrechten in der Praxis so eine nachrangige Priorität eingeräumt? Also erstmal muss ich natürlich sagen, dass man das so allgemein nicht stehen lassen kann, dass Kinderrechten generell keine hohe Priorität eingeräumt wird, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt gerade hier bei uns natürlich im Kinder- und Familienministerium ein hohes Interesse daran, dass die Kinderrechte auch noch stärker in unserem Recht verankert werden, und zwar nicht irgendwo, sondern tatsächlich in unserer Verfassung, in der wichtigsten Grundlage für unser gemeinsames Zusammenleben. Und deshalb war es den Sozialdemokraten in der Regierung auch sehr, sehr wichtig, dass das im Koalitionsvertrag sich wiederfindet. Es gibt ja eine neue Entwicklung. Der gerade in dieser Woche stattgefundene Koalitionsausschuss hat ja festgelegt, dass jetzt nochmal eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden soll. Es ist ja so, dass wir da an dieser Stelle keine Einigkeit zwischen den Koalitionspartnern haben. Und das ist auch ein offenes Geheimnis, dass die Sozialdemokraten eben das gerne wollen und unsere konservativen Partner eher dem skeptisch gegenüberstehen und dann auch gerne argumentieren, dass ja schließlich im Grundgesetz die Würde des Menschen schon enthalten ist und Kinder sind ja auch Menschen und die wären dann mit erfasst. Aber für mich ist das immer eine schwierige Begründung, weil unter diesem Aspekt hätte man ja auch keine besondere Erwähnung der Gleichberechtigung von Mann und Frau gebraucht im Grundgesetz. Und doch ist sie so, so wichtig, dass es das gibt. Und ich finde es genauso wichtig, dass wir eben Kinder nicht als kleine Erwachsene verstehen und begreifen, sondern sie als eigenständige Persönlichkeit mit eigenen Rechten auch im Grundgesetz definieren. Das würde an vielen, vielen Stellen politische, aber auch sogar gerichtliche Entscheidungen natürlich beeinflussen und die Kinder in eine stärkere Position bringen. Und das geht nicht darum, dass wir die Eltern damit schwächen wollen, sondern es geht darum, dass wir die Rechte der Kinder gegenüber dem Staat stärken wollen. Das Recht der Familie bleibt davon unberührt. Natürlich hat die Familie das zuvörderste Recht und die Eltern auch. Aber es geht darum, die Kinder gegenüber dem Staat auch zu stärken und zu sagen, wir wollen dreierlei. Wir wollen das Recht auf Schutz, das Recht auf Förderung und das Recht auf Beteiligung von Kindern in Dingen, die sie betreffen. Und zwar vom Kinderspielplatz bis am Ende zu schlimmen Gerichtsverhandlungen, wo es um sexuellen Kindesmissbrauch geht, wo es darum geht, dass Kinder auch so angehört werden und dass wir eine kindgerechte Justiz haben, damit eben ihre Interessen gewahrt sind und damit im Sinne der Kinder Entscheidungen getroffen werden. Und ich hoffe sehr, dass die Arbeitsgruppe, die wir jetzt sehr, sehr zügig einsetzen werden, das passiert ja gemeinsam mit dem Justizministerium, das die Federführung für die Kinderrechte im Grundgesetz hat, dass wir da auch zu einer Einigung kommen und dass es noch gelingen kann in dieser Legislatur. An den Sozialdemokraten in der Regierung hapert es da nicht und wir werden uns dafür natürlich sehr, sehr stark machen. Frau Ministerin, Sie stellen Ihre Arbeit als Bundesfamilienministerin unter das Motto, damit es jedes Kind packt. Was braucht es Ihrer Meinung nach dafür? Ja, das ist ein Satz, den ich ein bisschen mitgebracht habe aus meiner vorherigen Tätigkeit. Ich war hier in Berlin Lokalpolitikerin, Bildungsdezernentin und auch Bezirksbürgermeisterin. Und ich habe in einem Bezirk gearbeitet, der in Deutschland als sozialer Brennpunkt gilt, in Berlin-Neukölln, wo wir ein umgekehrtes Verhältnis haben. Wir haben in Deutschland etwa 20% der Kinder, die in sozial schwierigen Verhältnissen leben. In meiner bisherigen beruflichen Tätigkeit war es so, dass die 20% diejenigen waren, denen es gut ging, 80%
sind, waren in schwierigen Verhältnissen. Und das prägt einen sehr stark. Und mir ging es immer darum, dass wir alles dafür tun müssen, dass diese Kinder, die in schwierigsten Bedingungen aufwachsen, mit wenig Geld, mit Eltern, die kein Deutsch sprechen, die psychische Probleme haben, die in ganz verschiedener Weise ihre Kinder nicht ausreichend unterstützen können, dass wir gerade für diese Kinder eine Politik machen, die sagt, wir wollen, dass es jedes Kind packt, dass jedes Kind seinen Weg machen kann, egal wo die Wiege der Eltern stand, egal wie viel Geld zu Hause da ist und egal, ob die Eltern bei den Hausaufgaben helfen können oder nicht. Und dafür muss es gute Rahmenbedingungen geben. Und das bedeutet, dass wir nicht nur die Familien finanziell unterstützen müssen, ganz besonders die, die eben finanzielle Schwierigkeiten haben, sondern dass wir auch starke Institutionen brauchen. Und das heißt, gute Kita, deswegen haben wir das Gute-Kita-Gesetz gemacht, um mit Bundesmitteln auch zu unterstützen, die Länder bei der Qualität, bei der Zugänglichkeit von frühkindlicher Bildung. Es bedeutet aber auch, dass wir investieren in den Ganztagsschulbetrieb, dass wir sagen, Kinder, die eben in schwierigen Verhältnissen leben, die haben bessere Chancen, wenn sie auch am Nachmittag noch in der Schule betreut werden. Und im Übrigen die anderen, denen es gut geht, für die ist das auch toll, wenn es ein Angebot gibt, was eben einen Wechsel auch macht zwischen AG-Angebot, Unterricht, einem gesunden Mittagessen und einem ausgewogenen Schultag, der eben Chancen ermöglicht, auf der einen Seite Chancengerechtigkeit ermöglicht, aber auch natürlich Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt. Und das wollen wir und da investieren wir, weil ich davon überzeugt bin, dass Kinder, die in schwierigen Verhältnissen leben, ja nicht dümmer geboren sind oder weniger talentiert. Sie brauchen einfach viel mehr Unterstützung und das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir da Menschen haben, die sich engagieren und dazu auch beitragen, dann kann daraus was richtig Gutes werden.